Na Dali, hallo und herzlich willkommen zurück zu Empyrean Galactic Survival mit Wazi und Luxor. Servus Wazi. Hallöchen. Und Mahlzeit, liebe Zuschauer, selbstverständlich. Naja, beziehungsweise Mahlzeit um die Uhrzeit ist auch gut, wa? Ja, schon. Naja, 11:30 gleich. Ja. So, wir wollten nochmal eine Runde ins All starten. Jo, Wenn wir einen da einmal ein. Augenblick. Ach so, oder willst du jetzt immer fliegen hier mit unserem Hightech? Ich kann wahrscheinlich gar nicht fliegen, weil du das gebaut hast. Könnte man ja mal testen. Könnte man testen. Nee, flieg du mal jetzt erstmal. Okay. So, dann rein mit dir. Die Maschinen sind gestartet. Bin Die drin. MS Rainbow hebt ab. So. Da juckt meine dezente kurze Stirn. Also ist ja fast ein Senkrechtstarter, deswegen. Siehst du, Ja. apropos, ich würde ganz gerne mal irgendwann noch eine Rakete bauen. Also eine Rakete, kein Raumschiff, sondern eine Rakete. Eine Was richtige hältst du denn Rakete. davon? Ein richtiger Senkrechtstarter halt. Ja, warum nicht? So, guck mal. Was haben wir denn da? Guck mal, ist das Musst da du hinten ein Planet oder ist das halt so eine Basis? jetzt musst du in den Gürtel praktisch rein, diesen Asteroidengürtel, und dann musst du rumfliegen. Bis wir halt den Dings finden, bis da so ein Vorkommen angezeigt wird, oder? Genau. Was ist denn das da geradezu für ein Planet eigentlich? Na, da war, kommen wir doch her. Oder ich Nee. sehe es nicht, ich kann Ach es nur so. seitlich. Dann drück doch mal V, dann siehst du das Ja. Raumschiff da auch von hinten, oder? Ja, aber auch nur die. Nee, eben Auch nicht. nur von der Seite. Ach Nur so. von der Seite. Weil irgendjemand die Sitze so seitlich gebaut hat. Ja, wir können das ja nochmal umbauen. Guck mal, da vorne haben wir schon Satium. Asteroiden. Mit dem wir gleich kollidieren werden. Ach ja, Ach, nicht? ich hab doch Nachquatsch. Ich hab doch unser Raumschiff unter Kontrolle. Hahaha. So. Manchmal zumindest. So, ich mach's aus, wa? Was ist denn, wenn ich's ausmache? Fällt's dann Nee. runter? So. Aber wenn du dein Jetpack nicht anmachst, fällst du runter. Und den Helm nicht aufsetze, ersticke ich. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Und bist du dir sicher, dass ich dann runterfalle? Ich klebe hier momentan am Raumschiff, genau. Und wenn es jetzt Raumschiff. runter geht vom Raumschiff, geh doch mal runter. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist ja das Lustige. Drauf. Jetzt hier, Ich kann bist mich du nicht eigentlich gut. bewegen. Zeig dir das. Ich mache mein Jetpack jetzt an. Sieh hier so ein Stück raus. Oh, man sieht die Steuertüten, pass auf. Ruf Ja, dich aber an. das Lustige ist ja, ich kann mich halt nicht bewegen, verstehst du? Pass auf. Und jetzt mache ich aus. Und nichts passiert, richtig. So. Also bei den anderen Spielen sind wir mal. Ja. Du hättest das auslassen müssen und dann erstmal vom Raumschiff gehen müssen. So. Es hat wieder alles wunderbar geklappt. Der typische Vorführeffekt. Man hätte. Ich hatte es eigentlich vor zu zeigen, aber es ging halt nicht, weil ich konnte mich nicht von dem Raumschiff wegbewegen. So, und hier haben wir jetzt so einen schönen Satium. Asteroiden und da werden wir jetzt hier schön mit unserem neuen Bohrer rangehen. Und ich habe die andere Hand frei zum Sammeln. Warte mal kurz. Ja? So passiert es, wenn du. Ach so, ja, genau. Fliege ich mal ein bisschen weiter weg, ist noch nichts gekommen, kein Erz. Da fliegen die ersten Brocken Da fliegen die und die Brocken schießen weg. halt weg, wenn man nicht diesen Bohrer hat und dem jeden einzelnen hinterher zu kommen, wäre extrem nervig. So, schönen Dank, dass du nochmal daran erinnert hast. Und wie gesagt, ohne F drücken zu müssen, können wir jetzt hier abbauen. Ihr seht, Hähnchen frei. Es läuft. Das Ganze ist wesentlich bequemer und gerade halt im All oder da, wo geringere Atmosphäre oder nicht Atmosphäre, sondern wie heißt? Keine Schwerkraft ist. Ja, ganz einfach formuliert. Ich wollte eigentlich den Fachbegriff. Gravitation. Wow, jetzt ist aber hier. Ja, Luxor wird fit langsam zum Abenteuer. Ja. Na, wurde hier auf uns geschossen? Nee. Wurde noch nichts rot angezeigt. Hier kommen so komische Geräusche, deswegen. Was eingesammelt? Ja, Ich? drei. Ach nee, Ich oder du? 47. Ich. Was ist denn das immer für ein Geräusch? Bist du das?
Ist Ding, 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 Ding? Nee, so ein Wuff. Nee, das bin ich nicht. Wuff. Satium-Asteroid. Gerade hingeflogen. Da ist unser Planet. Auf jeden Fall fällt von dir der ganze Müll da ab. Ach, siehst du, guck mal. Nee, geht nicht. Ich kann mich Was wieder nicht denn? bewegen. Ich dachte, wenn ich Jetpack ausmache, so wie im Raumschiff, dass die Schwerkraft da ist, aber ist nicht. Nee, das hättest du machen müssen, bevor du aussteigst. Aber ich glaube, es geht auch nur, wenn du so einen Schwerkraftgenerator oder sowas hast. Wenn der vorher die Schwerkraft simuliert und du danach dann aussteigst. Aber es eventuell, sehr wahrscheinlich, wird es auch nur ein Bug gewesen sein. Weil theoretisch müsstest du ja dann so oder so weggesogen werden im All. Boah, wenn du hier beide Maustasten gedrückt hältst, geht's auch extrem schnell, ja? Ja, habe ich auch gerade, mich auch gerade beim Ausprobieren. Ich habe nur gesehen, wie hier auf einmal der ganze Qualm kam, als ich rechts und links gedrückt habe. Sehr schön, können wir hier wieder ein bisschen sammeln. Und wir wollen, eigentlich wollten wir es ja nur mal kurz zeigen mit dem Bohrer, wa? Ja, eigentlich ja. Dann danach können wir nämlich theoretisch, wenn wir jetzt hier unser erstes Magazin leer gesammelt haben, meins ist jetzt zum Beispiel leer, uns auf dem Weg zu einer Basis machen. Wir wollten Oder? nämlich eine, ja? Oder eine Drohne halt, wie gesagt, finden, was noch Ja, günstiger meine ich wäre. ja. Beides ist auch gleich alle. Aber die Drohnen fliegen hier nicht einzeln rum, oder? Doch. So. Und wo? Hier mitten in diesem Asteroiden? Ja, genau. Musste eine praktisch die Steine entlang fliegen und irgendwann findest du sie dann. Okay. Die haben sich, die kleben teilweise hinter den Asteroiden dran. So, ich bin jetzt drin. Im Raumschiff? Willst Natürlich. Ach, warte, ich muss noch mal kurz raus. du? Ja. Ich muss meine Sauerstoffflaschen ja, dass ich die. Griffbereit quasi. Ja, wo ich ja drin nichts machen kann. Oh, Aber ich kann hier warum denn nicht? Warum kannst du drin kann denn ich. drin nichts machen? Weiß auch nicht. Mich Nee. juckt mein Auge. Kann ich trotzdem nichts machen. So, wollen wir los? Wir starten sofort los. Du weißt, ich habe eine wichtige Mission hier gerade. Ja, wieder umlackieren. Ja, umlackieren würde ich jetzt nicht sagen, aber lackieren ja. So, und wir fliegen. Ach so, wir fliegen nirgendwo hin, weil das Steine Gerät entlang. aus ist. Und weiter geht's. So, aber da musst du ein bisschen auf die Karte achten. Nee, die sieht, nee, ich sehe die nicht auf der Karte. Das, aber das siehst du. Die Wenn du vorne Drohnen? fliegst, die Drohnen siehst du ja. Also kleine Raumschiffe sind das jetzt. Ich sehe hier momentan nicht viel außer Asteroiden, muss ich dir Ja, sagen, die muss ganz. einfach entlang fliegen und dann wird dir auf einmal eine Reichweite angezeigt. 2, 3 Kilometer und dann weißt du entweder, Da dass ein. ist 2 Kilometer. 1,7, Also. aber es wird ein Satium-Asteroid sein, gehe ich mal. Kann Warte mal, sein. was ist denn daneben? Da, ich Da ist eine glaube, da ist Drohne. was. Da ist eine Drohne. Ui! Frontalcrash. Wo sind die hin? Ist sie kaputt? Nee. Aber die rammt uns, die Sau. Jetzt ist sie kaputt. So, in die Nähe hinfliegen, dann steigen wir aus Ah, und dann. ah, ah, ah. Ich greife sie jetzt mit meiner Lucky-Pistole an. Boah, das ist aber ein größeres Ding als die auf dem Ja. Planeten, oder? Ja, und da findest du jetzt ganz gute Sachen drin. Ui, Tatsache, erweiterte CPU-Fluxspule, Kondensatoreinheit. Genau, das sind die Sachen, die wir brauchen. Und da fliegen hier wohl, soweit ich das mitgekriegt habe, 3 Stück rum. Drei Stück. Und dann ist hier noch diese eine Riesenbasis, die ist hier auch noch im Weltall. Da ist unser Raumschiff.
So, mal gucken, ob es beschädigt ist. Ich gehe mal fast davon aus, dass ja. Okay, ja. Aber viel, also viel ist nicht. Muss mal hinten gucken. Nö. Hä? Also gibt's hier gar keinen Rammschaden, so Kollisionsschaden irgendwie? Sieht nicht so das aus, kann ich, das kann ich dir nicht sagen, aber es sieht gut aus, das Raumschiff. Klar sieht's gut aus, ich hab's gebaut und lackiert, hallo? So, ich steig ein. Willst du jetzt vielleicht mal eine Runde fliegen? Nee, ist doch, flieg mal. Beim Großen nachher. In welche Richtung müssen wir jetzt? Da musst. Ich glaube in die hier. Ja, sieht gut aus. Sagt, und irgendwo schwebt nachher die Raumbasis. Die hatte ich auch schon mal eingenommen gehabt. Hier, aber da habe ich nichts weiter gefunden. Und hier in diesem Dings drin, ja, oder was? Ja, so fast. So ein Stückchen davor schwebt die denn. Gucken wir mal. Also mit Shift kommt man hier mit dem Raumschiff auf jeden Fall nicht schneller vorwärts. Nee. So, wir sind bei 11 Minuten, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, das da hinten ist nur ein Satium. Einfach weiterfliegen, musst du jetzt schon. Aber das irgendwie ist bla bla entdeckt es hier jetzt nicht gerade, wa? Hm. Also wie die Ressourcen oder sowas, meine ich, auf einem Planeten. Da hinten, was haben wir denn da? Hast du die Raumstation entdeckt? Könnte sein. So was Größeres, glaube ich. Ja, genau, da sind aber Geschütztürme drauf, da musst du aufpassen. Das heißt, wir fliegen wie hin? Ich bin es damals von unten angeflogen. Und da hinten ist noch eine Drohne, die machen wir erstmal so kaputt. Ja. Also die schießt auch auf uns. Ja. Da ist er kaputt. Sehr schön, cool. Dann haben wir auch gleich das. Können wir aussteigen? Ja. Ja, die hat auch ein paar nette Sachen da. Ja. Dann würde ich sagen, fliegst du mal jetzt auf die Raumstation, wenn du meinst, von unten. Oh ja, guck mal, die hat uns schon ein bisschen. Ups. Ach, ich Idiot. So. Ein Glück hast du mich dabei, Herr Wazzi. Ja. So, ich würde sagen, du fliegst zur Raumstation. Sonst wäre das Raumschiff noch ganz. Ja, ich habe da schön den Bohrer gerade gehabt. Ich sitze in der Kabine. Von mir aus kannst du losfliegen Richtung... Wollen wir die mit unseren normalen Waffen ja jetzt angreifen, ja? Klar. Ich habe Sprengstoff dabei. Oben im Dings hinten haben wir auch noch Sprengstoff drin. Ja, aber Sprengstoff bringt dir erstmal nichts, weil die doch Abwehrgeschütze hat. Du hast gesagt, wenn man von unten ranfliegt. Ja, du musst ja wir die. Wir haben hier zwei Gatling-Guns. Die Abwehrgeschütze musst du ja trotzdem niederkriegen. Versuch's einfach. Ich meine, mehr als sterben können wir nicht. Los, Herr Waziranda. An die Steuereinheit, bevor unser Sprit leer ist. So, ne, das dauert noch eine Weile. So, jetzt muss ich mal gucken, wo war die Station? Da ist sie. Hast du sie? Also mit zur Seite gucken ist hier echt dämlich, wa? Ja. Ich habe die Kamera jetzt mal von draußen gemacht, dass man hier wenigstens noch so ein bisschen was Schönes sieht. Noch wären wir nicht beschossen? Nee, gib dir Mühe, dass du richtig ranfliegst. Dass es auch dabei bleibt, dass wir nicht beschossen werden. Oh, oh, oh. So. So, jetzt sind wir aussteigen? Ja, jetzt können wir aussteigen. Dann hast du ausgemacht? Nee. Ich habe ausgemacht, glaube ich. So, jetzt müssen wir uns langsam vortasten irgendwie. Wo bist du? Auf welche Seite? Warte mal, ist noch nicht aus. So, jetzt ist aus. Wir sollten uns auf jeden Fall auch merken, wo wir sind, wa? Ich bin... Wir müssen uns langsam vortasten und jetzt müssen wir theoretisch die Raketen beschießen. Die Raketen beschießen? Was für Raketen sollen wir beschießen? Die Geschütze, meine ich. Warte mal.
Da lang? Nein, So, warte da mal, lang. warte mal, warte mal. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet am besten zur nächsten Folge ein. Diese bleibt hier mit dem Cliffhanger, würde ich erstmal sagen. Und damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, reingehauen. Ciao.